Ja, im heutigen Video soll es darum gehen, was die Ursache sein kann, wenn euer Geschirr aus der Spülmaschine mit einem weißen Belag wieder herauskommt. Ich zeige euch gerade mal hier das an dem Beispiel von diesem Kunststoffgeschirr. Ihr seht, hier ist überall so ein weißer Belag drauf. Der lässt sich auch nicht wirklich abreiben und dieses Phänomen tritt überwiegend bei porösen Oberflächen auf. Ich habe hier auch noch andere Kunststoffbestecke, wo das der Fall ist. Schaut euch mal das hier an, wenn ich das ins Licht halte. Hier ist wirklich überall so ein weißlicher Belag drauf. Ich habe jetzt eine Weile gebraucht, um die Ursache zu finden. Und was bei mir hier für die Ursache war, das möchte ich euch jetzt vorstellen. Ja, was war jetzt die Ursache von diesem Problem mit diesen weißen Schlieren? Fast jede Spülmaschine besitzt eine Kammer, in die regelmäßig Spülmaschinensalz eingefüllt wird. Bei mir sieht es so aus. Hier ist das Salz drin und dieses Salz führt eben dazu, dass ein sogenannter Ionenaustauscher regelmäßig regeneriert wird. Und dieser Ionenaustauscher, der neutralisiert den Kalk in eurem Leitungswasser, das in die Spülmaschine fließt. Und wenn ihr jetzt sehr kalkhaltiges Wasser habt und irgendwas mit diesem Salz oder mit diesem Ionenaustauscher nicht stimmt, dann wird eben dieses Wasser nicht mehr entkalkt und ihr habt das Problem, dass sich eben solche Schlieren auf dem Besteck und auf dem Geschirr bilden können. Ich habe das Problem ganz einfach in den Griff gekriegt, indem ich hier einfach mit einem Holzlöffel in diesem Salzbehälter etwas rumgerührt habe. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr immer regelmäßig Salz nachfüllt. Also das kann natürlich auch die Ursache sein, wenn ihr vergessen habt nachzufüllen. Genau, durch dieses Rühren erreicht ihr eben, dass einfach, falls hier mal was verstopft sein sollte, dass alles sich wieder etwas verteilt. Wichtig als nächstes auch den Deckel, den solltet ihr wirklich fest aufschrauben. Hier unten ist so eine Dichtung drin, die sollte also fest aufliegen. Schraubt es ganz gut fest. Und bei mir hat diese Maßnahme auch schon ausgereicht, um dieses Problem zu beheben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tipp etwas weiterhelfen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst.